Wir erleben, das spüren wir alle, ganz besondere Wochen. Wir sind in einer entscheidenden, vielleicht in der entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Und alle historischen Erfahrungen lehren, dass gerade die zweite Welle einer Pandemie die weitaus anspruchsvollere ist als die erste. Und sie lehren auch, dass eine solche zweite Welle sehr schmerzhaft sein kann. Und deshalb denken wir ja auch an die Menschen, die Tag für Tag an oder mit dem Virus sterben. Und dann, wir denken an die, die zu dieser Stunde in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, an die, die alles für sie geben, die Ärzte und Pfleger. Und ich sage Ihnen ganz offen, das kommt mir in diesen Tagen manchmal etwas zu kurz. Was sich da abspielt, was da geleistet wird, dafür ein herzliches Dankeschön. Und daran sehen wir, dass die zweite Welle dieser Pandemie es in sich hat. Und das zeigen eben die historischen Erfahrungen auch so. Und das ist jetzt nicht anders, als es früher war. Und wir erleben dabei ja so etwas wie ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite, finde ich, können wir durchaus stolz darauf sein, wozu wir in den letzten 10 Monaten seit Beginn der Pandemie in der Lage waren. Jeder und jeder Einzelne von uns, aber wir auch als Gemeinschaft. Und wir haben schon ein sehr großes Stück des Weges zurückgelegt. Wir hatten es am Anfang des Jahres mit einem ganz unbekannten Virus zu tun. Wir wissen heute sehr viel mehr über die Wege der Infektion, über die Möglichkeiten, sich zu schützen, über Symptome und Behandlungswege. Wir konnten zu Beginn des Jahres niemandem sagen, wie schnell es gelingen würde, einen Impfstoff zu entwickeln. Und dass heute in Deutschland an vielen Orten Impfzentren errichtet werden, und zwar mit der begründeten Hoffnung, dass dafür auch ein Impfstoff da ist, das ist etwas, was es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat, in einer so kurzen Zeit. Das müssen wir uns vor Augen führen. Also, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir Menschen kreativ sind und weil wir einen unglaublichen Forschergeist haben, weil weltweit die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns gezeigt haben, was im Menschen steckt. Und ich bin überzeugt, wenn diese Pandemie überhaupt irgendetwas Gutes hat, dann zeigt sie uns, wozu wir Menschen imstande sind, wenn wir unser Herz in die Hand nehmen. Und wenn wir mit Ausdauer und Kreativität handeln und wenn wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eben von einem Wechselbad der Gefühle gesprochen. Und das heißt, dass zu dem gesamten Bild auf der anderen Seite eben leider auch gehört, dass die seit dem 2. November geltenden Kontaktbeschränkungen zwar das dramatische, exponentielle Wachstum der Neuinfektionen der Wochen stoppen konnten, aber die Trendumkehr ausgeblieben ist. Die Fallzahlen liegen auf einem viel zu hohen Niveau. Und ganz alarmierend ist, wie sehr die Zahl der Menschen wächst, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, und die Zahl der Menschen, die an dem Virus sterben. Und ich will uns noch mal vor Augen führen, die erste Lesung dieses Haushalts hat am Dienstag, wurde er eingebracht, dem 29. September eingebracht. Da hatten wir 1.827 Fälle an einem Tag, 352 belegte Intensivbetten und 12 Tote. Heute haben wir 20.815 Fälle, 3.500 mehr als vor einer Woche, 4.257 belegte Intensivbetten gegenüber gestern, die Zahl von heute ist noch nicht da, und 590 Tote. Und die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend. Und meine Damen und Herren, ich glaube ganz einfach, und das ist jetzt der, wissen Sie, das ist der Unterschied, das ist ja auch nicht so schlimm. Es ist schade, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, dass Europa heute dort steht, wo es steht. Hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Und ich bin da ganz sicher, ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden.
Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Und weil die Zahlen so sind, wie sie sind, müssen wir etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam. Ich kenne die Zuständigkeiten der Länder im Infektionsschutzgesetz. Wir haben ja hier auch viel darüber gesprochen. Und ich achte diese Zuständigkeiten auch. Und ich weiß aus den vielen Runden, die wir miteinander hatten, wir können es nur gemeinsam machen. Aber ich kenne natürlich auch meine besondere Verantwortung, auch die Verantwortung der Bundesregierung. Und deshalb halte ich es schon für geboten, dass Sie wissen, was mich leitet. Und da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, nämlich gestern die Leopoldina, auch wirklich ernst zu nehmen. Wir freuen uns, wenn die Wissenschaft einen Impfstoff entwickelt. Wir freuen uns, wenn wir einen Menschen haben, die bei uns den PCR-Test entwickelt haben. Und wenn die Wissenschaftler uns dann etwas sagen, dann fangen wir an zu sagen, na ja, könnte sein und kann auch nicht sein. Ich kann uns nur sagen, nehmen wir das ernst. Und die Leopoldina hat uns gestern in drei Stufen gesagt, was jetzt notwendig ist. Und da gibt es eine Entwicklung, über die ich mich sehr freue, dass sozusagen die Stufe 2, was tun wir ab dem 24.12., doch weitgehend sozusagen unstrittiger zu werden scheint, dass wir danach eine Phase brauchen, vielleicht bis zum 10. Januar. Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel heißt, runter auf 50 Fälle pro 100.000 in 7 Tagen. Und das Ziel heißt nicht, nach Tagen zu rechnen, sondern nach Resultat zu rechnen. Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder. Und das können wir auch den Menschen nicht zumuten, sie immer wieder darüber im Unklaren zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind die Empfehlungen meiner Meinung nach richtig, Geschäfte dann zu schließen, die Zahl der Menschen, die sich treffen, so klein wie möglich zu halten. Wir haben Regelungen getroffen, dass Weihnachten, Familienfeste möglich sein sollen. Aber ich appelliere an jeden, wirklich hier vorsichtig zu sein. Und ich sage es auch noch mal, ich habe es schon öffentlich gesagt, ich sage es auch hier noch mal, ich halte die Öffnung von Hotels für die Übernachtung von Verwandten für falsch, weil sie wieder Anreize schafft, die vielleicht nicht notwendig sind. Aber das ist jetzt mal etwas, was wir nicht mehr überwinden werden. Ich halte es auch für richtig, die Schulen in dieser Zeit entweder durch Verlängerung der Ferien zu schließen bis zum 10. Januar oder aber Digitalunterricht zu machen oder was auch immer, das ist egal. Wir brauchen aber Kontaktreduzierung. Und ich sage Ihnen, was mir jetzt Sorge macht, und darüber müssen wir in den nächsten Tagen sehr schnell sprechen, das ist die Entwicklung im Augenblick. 3.500 Fälle mehr als vor einer Woche. Ich weiß, dass wir Bundesländer haben wie Sachsen, Thüringen, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, in denen wir einen ziemlich freien Anstieg der Fälle haben. Aber selbst wenn wir die rausrechnen, haben wir immer noch Anstiege. Und bis Weihnachten sind es noch 14 Tage genau von heute. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir daran. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die
Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Und die Leopoldina hat auch recht, wenn sie uns mahnt, dann nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Maßnahmen dann auch aufzuzeigen. Ich meine, wenn wir ganz realistisch sind, dann müssen wir die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Wir haben jetzt schon so viele Monate mit diesem Virus verbracht. Und wir haben doch gelernt, wir können etwas dagegen tun. Das ist ein bisschen unmenschlich, dass ich immer auf Distanz gehen muss, dass ich keinen treffen soll. Und wenn, dann nur mit Schutzvorrichtung. Das ist richtig. Und diesen Mund-Nasen-Schutz. Aber das ist ja auch nicht etwas, was unser Leben total zerstört. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig, das wissen wir ja, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank.